Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich versuche hier nur die Aufmerksamkeit in diese Richtung zu bringen. Im Moment aber gar nicht so sehr in meine Person, sondern in die Richtung unseres ersten Gastredners, unserem Oberbürgermeister, unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Richard. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Zimmermann, sehr geehrter Herr zum B, sehr geehrter Herr Dr. Klein, sehr geehrte Mitglieder der Aufsichtsgremien, sehr geehrte Partner und Gesundheitsdienstleister im Gesundheitspark, sehr geehrte Klinikdirektoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Gäste. Als Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen begrüße ich Sie herzlich zur Verabschiedung von Professor Karl-Heinz Festweber. Und ganz besonders begrüße ich natürlich Herrn Professor Festweber selbst, die Hauptperson der heutigen Veranstaltung. 27 Jahre haben Sie, Herr Professor Festweber, den Gesundheitsstandort Leverkusen entscheidend mitgeprägt. Wir alle kennen Sie als hochgeschätzten Vollblutmediziner und Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie. Und wir kennen Sie als Visionär und Vordenker, der Weiterentwicklungen mit einer Selbstverständlichkeit auf den Weg gebracht hat, die Ihresgleichen sucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Professor Festweber ist, das kann man fast sagen, so etwas wie eine Marke. Vor allem ist es ihm gelungen, auch die Chirurgie im Klinikum Leverkusen zu einer Marke zu machen und diese sogar immer weiter auszubauen und zu vergrößern. Das ist mehr als beachtlich in einer Zeit, in der medizinische Fachabteilungen tendenziell eher von Abbau und Kürzung bedroht sind. Das funktioniert nur, wenn man der Gegenwart immer mehr als einen Schritt voraus ist. Ist im Denken, aber auch im Handeln. Herr Professor Festweber ist ein solcher Mensch, die zahlreichen, vielfältigen Reformen des Gesundheitswesens in Deutschland, die immer knapper werdenden Ressourcen, all das konnte ihn nicht stoppen. Im Gegenteil, mit Weitsicht und Vision steuerte er sein Schiff, seine Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie immer wieder in genau die Richtung, die sie später als die richtige erwies. Dies weist zumeist mit einer immer weitgehenden Spezialisierung seiner Fachabteilung war immer damit verbunden. Als Beispiele seien hier der Aufbau eines Darmzentrums, das Adipositas-Zentrum oder das Hernien-Zentrum genannt. Letzteres hat er im letzten Jahr noch auf den Weg gebracht. Was man heute als Change-Management bezeichnet, hat Professor Festweber Zeit seines Lebens einfach gemacht. Ohne Angst vor Veränderungen, mit einer klaren Ausrichtung in Richtung Innovation gepaart, mit einer angemessenen Portion Realismus. Das Klinikum und der Gesundheitspark haben sich zu einem außergewöhnlichen medizinischen und therapeutischen Standort entwickelt, dessen Strahlkraft weit über die Grenzen Leverkusens hinausgeht. Wir haben hier in Leverkusen ein Klinikum der regionalen Spitzenversorgung, das in der Liga mit den großen Krankenhäusern der benachbarten Rhein-Metropolen spielt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hier in Leverkusen und in den angrenzenden Gebieten der benachbarten Städte jetzt und auch künftig sicherstellen zu können. Wir alle, Herr Professor Festweber, profitieren davon, dass der Gesundheitsstandort Leverkusen aus der regionalen Versorgung nicht mehr wegzudenken ist. Herr Professor Festweber hat zu dieser Entwicklung einen wichtigen Beitrag geleistet. Mit seiner Kompetenz, seiner Weitsicht und seinem ungebremsten Engagement war er über Jahrzehnte Leiter und Sprecher aller Chirurgen im Klinikum Leverkusen. Er war der Repräsentant des Zentrums für operative Medizin mit besten kollegialen Beziehungen auch zu den niedergelassenen Ärzten hier in Leverkusen. Als Ideenspender gehörte er unverzichtbar zu den Ratgebern von Geschäftsführern und Aufsichtsrat. Im Namen aller Aufsichtsratmitglieder und aller Bürger
der Stadt Leverkusen möchte ich Ihnen, Herr Professor, dafür heute meinen Dank aussprechen. Für Ihren neuen Lebensabschnitt, der jetzt kommt, wünsche ich Ihnen von Herzen, Herr Schlimmberg ist ja auch heute hier im Haus, alles erdenklich Gute. Ich danke allen Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit und möchte mich ganz persönlich bei Ihnen auch nochmal bedanken für die geleistete Arbeit. Es ist wirklich eine lange, lange Zeit und ich weiß, in einer Metropole wie Leverkusen, die immer weiter wächst, wo wir immer mehr Bevölkerung, wo wir immer älter werden, ist der medizinische Faktor und die Qualität einer Stadt, das kann man auseinander nicht mehr rechnen. Und das geht eben nur mit Menschen, mit Ihnen, Herr Professor Festheber, die Medizin leben, die Mediziner sind, die Menschen verstehen, Menschen mitnehmen, Akzeptanzen erzeugen, die Diskrepanz zwischen Medizin und Bevölkerung wegzunehmen mit Menschlichkeit. Das ist für mich, ich habe das immer wieder gehört, ich war gerade beim 100-jährigen Geburtstag, da hatten Sie wohl scheinbar auch Kontakt zu den Patienten gehabt. Also war hier in der Familie, sie war etwas, sie hat sich sehr gefreut. Aber das ist für mich ein Zeichen dafür, dass Sie alles richtig gemacht haben. Deshalb von mir persönlich als Oberbürgermeister der Stadt, von den Bürgern meiner Stadt, unserer Stadt, meinen herzlichen Dank. Alles Gute auf dem weiteren Lebensweg mit Ihrer Familie zusammen. Erholen Sie sich ein bisschen vielleicht von der Arbeitswelt, genießen Sie auch die medizinischen Wege dann auch mal. Nein, das könnte Sie sind immer Mediziner, Sie werden immer Mediziner bleiben, aber vielleicht nicht mehr so in diesem ganzen operativen Stress eines Klinikums. Deshalb meine herzlichen Grüße nochmal in die nächste Zeit hinein. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richard, sehr geehrter Ärztedirektor Herr Dr. Zumbe, Grüße Herrn Dr. Klein vom Berufsrat der Deutschen Chirurgen, sehr geehrte Mitglieder der Aufsichtsgremien. Ich freue mich über die Klinikdirektoren, die hier sind, die Aktiven und die Ehemaligen. Mein Amtsvorgänger Herr Kempkes grüße ich ganz besonders, sehr geehrte niedergelassene Ärzte und Partner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums, liebe Gäste, lieber Herr Professor Festheber, liebe Frau Dr. Festheber. Wenn die Menschen hier in Leverkusen und weit über die Stadtgrenzen hinaus ihren Namen hören, dann sprechen sie vor allem in Superlativen. Ich zitiere: Herr Professor Festheber ist im höchsten Maße engagiert für seine Patienten. Mit seiner enormen Kompetenz und einer unglaublichen Präsenz. Ihre Patienten legten zum Teil hunderte von Kilometern zurück, um von ihnen behandelt zu werden. Man könnte regelrecht von einer Fangemeinde sprechen. Auch ihre Mitarbeiter loben sie in den höchsten Tönen und sprechen von ihnen als einen absolut vorbildlichen, motivierenden Chef, der einen das Gefühl immer vermittelt, immer behütet und aufgehoben zu sein. Sie seien direkt, klar und dabei immer empathisch und freundlich. Soweit die Zusammenfassung, Herr Professor Festheber, die eins bereits deutlich macht. Sie sind im allerbesten Sinne eine Institution. Als Arzt, als Führungskraft, als Kollege, als Mensch. Dass es hier vor 27 Jahren durchaus einige Skeptiker gab, als es um die Neubesetzung der Stelle und die Kandidatensuche ging, kann man sich heute kaum vorstellen. Als leitenden Arzt wollte man im damals noch städtischen Krankenhaus Leverkusen einen Praktiker, keinen Wissenschaftler. Heute wissen wir, dass Sie, Herr Professor Festheber, beides in sich vereinen, dass Sie also eine Idealbesetzung, man kann auch sagen, ein Glücksfall für Leverkusen waren und sind. Es ist gerade die Mischung aus ständigem Wissensdurst, schöpferischem Denken und unbändigem Tatendrang, die Sie zu Ihrem großen Erfolg und zu Ihrem außergewöhnlichen Standing beigetragen haben. Sie, Herr Professor Festheber, sind Visionär und Realist zugleich. Sie sind ein Vordenker mit Bodenhaftung, der dafür sorgt, dass gute Ideen nicht verpuffen, sondern auch wirksam werden. Gleichzeitig sind Sie ein Motivator, der sein Wissen teilt,
damit es so viele Früchte wie möglich trägt. Ihr Forschungsgeist ist für sie kein Selbstzweck, sondern dient immer nur dem einen Ziel, mit jedem Tag ein besserer Arzt zu werden. Den heutigen Tag wollen wir vor allem dazu nutzen, Ihnen von Herzen für all das zu danken, was Sie in stolzen 27 Jahren für Ihre Patienten, Ihre Mitarbeiter und das Klinikum Leverkusen geleistet haben. Es wird natürlich nicht möglich sein, in dieser kurzen Dankesrede ein nur annähernd vollständiges Bild davon zu vermitteln, aber zumindest einige Meilensteine sollen es sein. Dazu gehört aus meiner Sicht Ihr großes Interesse am Thema Qualitätssicherung. Heute ist dieses Thema in aller Munde und die Dokumentation von Ergebnissen selbstverständlich. Das war nicht immer so. Im Gegenteil, Sie, Herr Professor Festweber, gehörten vor bereits über 20 Jahren zu den Ersten, die sich für die Ergebnisse Ihrer eigenen Arbeit interessierten. Sie wollten Transparenz herstellen, und zwar auf wissenschaftlich fundierter Basis. Denn nur wer die Fakten kennt, kann seine Arbeit auch gezielt optimieren. Und es gelang Ihnen tatsächlich, dafür auch das notwendige Personal zu bekommen und es auch noch über Fördermittel zu finanzieren. Das war visionär und das war zweifellos ein wichtiger Schritt für das Klinikum Leverkusen. Transparenz und Qualitätssicherung sind heute in unserer Unternehmenskultur fest verankert. Herr Professor Festweber gehört zu denen, die den Weg dahin geebnet und das Klinikum zum Vorreiter gemacht haben. Das gilt natürlich auch und in allererster Linie für den medizinischen Bereich, zu dem sicherlich der ärztliche Direktor, Herr Dr. zum Weg, gleich noch einiges ausführen dürfte. Ob minimalinvasives Operieren oder interdisziplinäre Zusammenarbeit, Sie waren immer Ihrer Zeit voraus. Ihr hervorragender Ruf reicht, wie schon gesagt, über die Stadtgrenzen und weit über diese, ja sogar über Landesgrenzen hinweg. Sie arbeiteten auf Augenhöhe mit internationalen Koryphäen. Genauso selbstverständlich kooperieren Sie mit den örtlichen Selbsthilfegruppen, den niedergelassenen Ärzten und veranstalten permanent Patientenseminare. Sie sind im hohen Maße mitverantwortlich für den ausgezeichneten Ruf des Klinikum Leverkusen und haben einen wichtigen Anteil daran, dass wir uns jedes Jahr auf der Liste der besten Kliniken Deutschlands wiederfinden. Herr Professor Festweber, Sie waren immer da, sagen viele hier im Klinikum. Und das kann man fast wörtlich nehmen. So etwas wie Work-Life-Balance haben Sie einfach nicht nötig, denn Ihre Arbeit ist Ihr Leben. Und so können wir sicherlich davon ausgehen, dass Sie auch im Ruhestand der Medizin, Ihrer Berufung und Leidenschaft treu bleiben. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie diesen neuen Lebensabschnitt in vollen Zügen und bei bester Gesundheit genießen können. Zum Abschied machen Sie uns noch ein Geschenk, auf das ich mich ganz besonders freue. Ihr Anliegen war es, dass wir uns immer wieder an Sie erinnern und wissen, dass Ihre freundliche Verbindung zum Klinikum Leverkusen auch künftig bestehen bleibt. Gemeinsam haben wir überlegt, was für ein Geschenk das ausdrucken könnte und kamen auf die Idee, einen Baum der Freundschaft zu pflanzen. Das werden wir gleich auch symbolisch umsetzen. Es soll eine dreistämmige deutsche Eiche, die lange, lange Bestand haben soll und an Sie erinnern wird. Und vielleicht ist dieser Baum der Freundschaft, den Sie dem Klinikum schenken, ja der Beginn einer Tradition. Hier ist noch viel Platz für weitere Exemplare. Wer also einen weiteren Baum der Freundschaft im Gesundheitspark pflanzen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. So auch heute. Ich freue mich sehr, Ihnen allen, Herrn Professor Nico Schäfer, direkt neben Herrn Professor Festweber stehend, vorstellen zu können.
Er tritt jetzt die Nachfolge von Professor Festweber als Direktor der Klinik für Allgemeintorax und Viszeralchirurgie an. Herr Professor Schäfer, im Namen des gesamten Klinikums heiße ich Sie mit einem Strauß Blumen, der Ihnen jetzt übergeben wird. Herzlich willkommen. Wir sind sehr froh, dass wir Sie für Ihre höchstverantwortliche Position in unserem Hause gewinnen konnten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass der Übergang ohne zwischenzeitliche Vakanz möglich ist und wir somit eine lückenlose Versorgung unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen können. Jetzt aber zurück zu Ihnen, Herr Professor Festweber. Bevor ich an Herrn Dr. zum B weitergeben, möchte ich Ihnen auch noch ein Geschenk des Klinikums überreichen. Wir haben gehört, dass vor einiger Zeit einige hungrige Vögel über Ihrem Anwesen gekreist sind und Beute in Ihrem Teich gemacht haben. Für den Fischersatz, es handelt sich ja nicht um irgendwelche Fische, sondern um Kois, hier unser Einkaufsgutschein, ja, und ein kleines Symbol da drin. Man hat mir gesagt, ich soll sagen, das sind keine lebenden Fische. Das sind so Robotiere. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Und viel Freude damit. Vielleicht kommen Sie kurz mit Ihrer Frau nach vorne. Ja, Frau Festweber, habe ich auch einen Straußblumen. Da machen wir ein kurzes Familienbild, bevor es dann mit den weiteren weitergeht. Ihnen schon mal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt entscheiden, was es ist. Herr Schäfer, bitte Fragmentation. So, währenddessen hier noch ein paar Bilder gemacht haben werden, möchte ich Ihnen kurz die weitere Rednerfolge durchgeben. Es spricht als nächstes zu Ihnen der ärztliche Direktor, dann ein ehemaliger Klinikdirektor und jetzt ist Aufsichtsratsmitglied Professor Niederle. Dann hat ein paar Worte für uns der Dr. Klein, der Dr. Rink und dann schließen wir ab mit Ihnen, Herr Professor Festweber, bevor wir dann in den Garten gehen und den Baum gießen werden. So, genau, da freue ich mich drauf. Jetzt kommt der Herr Direktor. Dankeschön. Vielen Dank. Deine Frau, die steht noch draußen. Lieber Festweber, liebe Frau Festweber, lieber Herr Rischwald, liebe Fangemeinde, damit das heute noch was wird, mit dem Bäume pflanzen und der Feier, erwarten Sie heute mal keinen längeren Sermon meinerseits. Hauptsache keine Trauerfeier. Hauptsache keine Trauerrede. Nein, ganz im Gegenteil. Dank ist schon angeklungen. Viele, viele Stichworte, die ich mir vorher überlegt habe, sind schon gefallen. Eins ist noch nicht so richtig ausdekliniert worden, die Leidenschaft. Ich glaube, in Ihnen einen richtig leidenschaftlichen Mann kennengelernt zu haben, den alles, glaube ich, was er macht, mit Leidenschaft macht. Auch ein besonderer Charakter eigentlich.
Ja, es ist eben schon gesagt worden, Sie sind viele, viele Jahre hier. Und was macht ein Ronaldo, wenn er Madrid verlässt? Also bei uns sind Sie schon der Star, der mit der Nummer 10 uns ja berechtigt. Und wir wissen, um ein Tor zu schießen, braucht man ganz viel und die sind gekommen. Und um den Gedanken nicht zu verlieren, wenn ich mal in die Gesichter der sogenannten ehemaligen schaue, ich habe eben Professor Jansen hinten gesehen, meinen verehrten Chef Professor Kierfeld, Professor Peretzky, Professor Niedel, jetzt das schickt der Professor Dietzel. Ich hoffe jetzt keinen vergessen zu haben, da muss ich sagen, doch, der Professor Ringel, Dr. Kröschel, niemals mit Namen. Eigentlich, eigentlich muss ich in zufriedene, gesunde, gelassene Gesichter schauen. Auch das wird Ihre Zukunft sein, da bin ich ganz sicher. Und wer sich im Bauch und mit den Menschen so auskennt, der weiß auch, was mit seiner Zeit anzufangen. Sie sind Vorbild für viele, auch für mich. Wir haben uns kennengelernt 1990. Damals war ich in dem Auswahlgremium als Mitglied einer nachgeordneten Gruppe. Es wurde damals ein bisschen anders entschieden. Und ja, seit dieser Zeit begleiten wir uns. Nein, nicht. Ich war mal 7 Jahre weg. Und ich bin mir sehr sicher sagen zu dürfen, dass für das Wiederkommen Ihr Anteil nicht gering war. Ob das dann für das Klinikum gut war, das ist noch Wir haben dann in den Jahren der Gemeinsamkeit, und hier spreche ich für alle, viele, viele Patienten betreut. Und den Ruf, den sie haben, ist eben genannt worden. Wir haben euch nichts hinzuzufügen, man geht nicht ins Klinikum, man geht zum Festbilder. So war das. Und ist es. Das muss man erstmal nachmachen. Und eine Besonderheit ist eben, dass sie Tag und Nacht, mit Betonung auf Nacht, besonders aktiv sind. Es gibt ja Lebewesen, die ganz besonders nachtaktiv sind. Das muss man akzeptieren. Aber es war immer zum Wohl der Patienten. Ich erinnere mich an Diskussionen, die Frage, Schwerstkranke, wo ist die Ethik, wo ist die Grenze der Ökonomie? Sie haben sich immer dafür stark gemacht. Bin ich Ihnen sehr dankbar für. Und so könnte ich noch viele andere Dinge berichten. Mir persönlich haben Sie die Gelegenheit gegeben, über die Laparoskopie, die damals in unseren beiden Fächern noch sehr jung war, mich fit zu machen, damals mit Franz Haaf. Und so könnte ich viele Anekdoten, viele Begebenheiten, auch die in meinem Leben im Klinikum eine Rolle gespielt haben, Ihnen berichten. Aber dann kommen wir wirklich nicht mehr zum Bäume pflanzen. Ich bin vor wenigen Wochen in der Auvergne gewesen, in Zentralfrankreich. Dort gibt es einen berühmten, wenn nicht sogar den berühmtesten, Eichenwald. Bäume, die 500 Jahre und älter werden. Und seien Sie gewiss, auch die haben keine Ewigkeit. Wenn es aber eine kleine oder große Tradition würde, den zweitberühmtesten Eichenwald in der Welt hier zu schlagen, dann würde ich mich sehr freuen. Und wenn Sie dann derjenige ist, der Vater, dann würde ich sagen, dann wird es eine, dann würde ich sagen, werden Sie nie vergessen. Ja, in diesem Sinne, Dank aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses an Sie. Ich weiß, wir werden uns begegnen, wo auch immer, und das Herzchen wird schnell klopfen und wir werden uns viel zu erzählen haben, damit Sie eine kleine Gelegenheit haben, eine kleine Zeit, wahrscheinlich gemeinsam mit Ihrer Frau, haben wir Klinikchefs uns erlaubt, Ihnen einen Impuls zu geben, wie Sie Ihre Zeit verbringen können, aber gestalten bitte selbst. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Anna-Maria, lieber Karl-Heinz, nach diesen blendenden Vorrednern, die alles in so glühenden Farben geschildert haben, und ich muss sagen, alle Farben waren richtig, da kann man nichts dran kribbeln, nichts dran aussetzen, es hat alles seine Richtigkeit und wir alle haben sehr davon profitiert, bleibt es einem sozusagen als einem der letzten Redner übrig, schwer eine kleine Lücke zu finden, in der man noch was Bedeutendes oder Neues sagen kann. Deswegen werde ich das mit einigen Worten versuchen, ganz persönlich zu machen. Wie du weißt, haben wir im selben Jahr angefangen und mit diesem Anfang will ich auch zunächst zu dem Anfang kommen, um sehr schnell das Ende zu erreichen. Dann. Ich erinnere mich noch, ich war ein paar Wochen hier und da habe ich gedacht, naja, jetzt hast du so ein ganz klein bisschen Boden unter den Füßen, musst du mal gucken, was die anderen machen. Und dann bin ich auch in die Chirurgie gelandet sozusagen und kam da rein. Ihr wart damals unten im Parterre, da wo heute die Kinderklinik residiert, ein kleines Räumchen. Ich kam in das Räumchen rein, dachte, ich treffe dich und wir können uns mal persönlich unterhalten. Fehlgefernt. Es war voll mit Menschen. Herr Rohrratz, der Einzige, den ich mich noch erinnere, wusste auch schon darum. Allerdings war es auch viel einfacher, damals Platz zu finden in der Enge. Aber es war also ein Wuseln von Anfang und Ende. Alle liefen rein und raus und ich wusste gar nicht warum. Kein Geburtstag, kein Weihnachten, gar nichts. Es wurde einfach ein kleines Fest gefeiert. Dementsprechend lag auf dem Tisch ein Riesenbraten. Ich weiß nicht mehr, was für ein Braten es war. Aber jeder kam rein, schnitt sich ein Stück ab und verschwand wieder. Also es war eine ganz wunderbare, aktive, hektische, aber auch sehr nette und kooperative Atmosphäre. Und ich dachte, wenn das so menschlich und kooperativ dazu hier zugeht, dann kannst du ja in deiner Zukunft nur profitieren von dieser Kooperation. Und so war es auch. Die Kooperation mit euch und mit dir besonders, aber natürlich auch mit deinen Mitarbeitern und deiner gesamten Klinik, war immer sehr schön, erfolgreich und aufbauend, würde ich sagen. Ich möchte in einige ganz kleine Geschichten erinnern. Am Anfang haben wir versucht, uns besser kennenzulernen, unsere Fächer kennenzulernen und so durfte ich die ersten Jahre bei schwierigen Operationen von onkologischen Patienten in den Operationstrakt dazutreten. Du hast mich anrufen lassen und ich kam rein und ich habe wahnsinnig viel gelernt, denn erst wenn man sieht, wie der Situs aussieht, wie die Verhältnisse aussehen, kann man sich in etwa vorstellen, welche Möglichkeiten der Onkologe noch hat. Aber neben dem Wissen, was ich mir da angeeignet habe, war es, glaube ich, auch ein sehr schönes Erlebnis für deine Mitarbeiter, denn ich habe sie sehr häufig lachen gehört, wenn ich hereinkam, halb verkleidet nur, eigentlich immer ein Fremdkörper in meiner Aufmachung und mit der Desinfektion hat es ja auch gar nicht geklappt. Also es war viel Spaß unterwegs und ich habe dann sehr viel davon profitiert. Nachdem die Zeit immer kürzer wurde und wir immer mehr zu tun hatten, haben wir es dann so gemacht, dass du im Zweifelsfall, wenn bei der Operation irgendeine Frage auftrat, du anriefst und wir dann versuchten, die meisten Sachen am Telefon zu lösen. Und das hat uns, glaube ich, beiden sehr geholfen und das war eine wahnsinnig gute Kooperation. Zweiter Punkt, wenn Fragen waren, ging es ja häufig über die Bildgebung. Und wenn man Entscheidungen treffen will, muss man sich die Bilder anschauen und möglichst gemeinsam anschauen. Da hatte ich auch das Glück, dass du jederzeit trotz deiner Belastung bereit warst, zu einem kleinen Treffen bei Rainer Jansson zusammenzukommen. Späterhin wurde das von Herrn Meyer und Herrn Güls in perfekter Art und Weise weitergeführt. Auf jeden Fall, fanden sich trotz größter Aktivität immer einige Minuten, um sich bei Herrn Jansson oder seinen Nachfolgern zu treffen.
die Bilder sich anzuschauen und dann zu einem Ergebnis zu kommen. Und der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte, es wurde schon kurz angesprochen, war deine ständige Bereitschaft, dich auch in die Entscheidung der anderen Kliniken einzubringen. Und wie häufig haben wir uns noch abends 8, 9 oder 10 Uhr getroffen, Patienten besprochen, sind zu Patienten hingegangen, wenn Notfälle lagen. Es war also ein ganz befriedigendes und sehr, sehr erfolgreiches Zusammengehen. So wie du auch als Chefarzt dir nie zu schade warst, immer Konsile zu machen. Wenn man dich brauchte, warst du da. Und die Chirurgen und Internisten sind ja, obwohl sie sich ähnlich sehen, häufig doch andere Menschen, würde ich sagen. Dann während ich vor der Stadt... Wie bitte? Und während ich vor der Tür dir nochmal den Fall darstellte und dich auf die Probleme des Patienten etwas zart einstimmte und dann die Tür aufmachte und reinging, hatte ich die Situation eigentlich nicht mehr im Griff, denn du schossst auf das Bett zu, überfielst sozusagen den Patienten, denn er war ja jetzt deiner. Und hast dann mit ihm die Probleme so klar und eindeutig besprochen, dass ich das Gefühl hätte, am liebsten wäre der Patient sofort mit dir mitgegangen. Sehr gut. All das war wunderbar und ich glaube, es werden wir nie vergessen. Jetzt sind aber die Zeiten für mich natürlich schon länger vorbei, für dich werden sie jetzt vorbei sein bald. Und das größte Problem sehe ich eigentlich jetzt nicht an diesem Wochenende, aber am nächsten Wochenende, Samstag und Sonntagmorgen, wenn der Wecker schellt und du auf einmal merkst, Mensch, ich kann ja gar nicht mehr ins Klinikum, auch wenn ich wollte, ich darf ja gar nicht mehr, was will ich denn da? Du darfst, und guck mal, Annemarie, die ist ganz erschrocken. Er geht nicht mehr ins Klinikum. Doch, er gießt den Baum. Ja, genau, naja, okay. Also Karl-Heinz, diese Zeiten sind dann vorbei. Da gibt es kein Zurück. Du kannst woanders diese Zeiten wieder aufleben lassen, aber es wären nie mehr diese schönen Zeiten im Klinikum in Leverkusen. Dann steht vielleicht sowas an, dass wenn du mit deinem Sohn Boris dich aufs Meer hinausgibst und die dicken Fische, hast ja schon geübt, aber mir gefällt das am besten, dieses Bild. Ich glaube, oben, hui, unten, naja. Aber die Bermuda-Shorts, ich würde sagen, die stehen dir sehr gut. Und die wirst du bestimmt ausleben. In diesem Sinne, Karl-Heinz, nochmals vielen herzlichen Dank und für die Zukunft alles Gute und sei sicher, man kann sich kaum vorstellen, aber es ist so, es gibt noch ein Leben jenseits des Klinikums. Ja, liebe Festgemeinde, lieber Herr Festweber, wir kennen uns nun mittlerweile auch schon 23 Jahre, aber ich kenne Ihre Frau schon länger. Ich war nämlich Pioplerin bei Ihnen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können. Auf jeden Fall 23 Jahre ist eine lange Zeit. Meine viszeralchirurgische Ära habe ich dann auch in Mehrheim begonnen. Sie können sich erinnern, ich war derjenige, der die Kamera gehalten hat bei der ersten laparoskopischen Galle. Das war dann aber auch schon so fast am Ende meiner viszeralchirurgischen Karriere. Ich habe danach nur noch mit dem Dr. Schwangenberg, ich glaube, in einem Jahr 800 Gallen operiert. Danach habe ich mich dann doch wieder dem Knie gewidmet, aber Sie werden mich wahrscheinlich als Enkel in Erinnerung behalten und nicht als Landesvorsitzender der Chirurgen. Wie es auch sei, ich war schon mal bei einer Verabschiedung von Ihnen dabei. Damals habe ich für Sie sogar gesungen, ein Ständchen gehalten. Keine Angst, das mache ich heute nicht. Und werde nur ein paar Worte verlieren. Sie haben so viel Lob bekommen, da fange ich gar nicht an, das zu toppen. Ich sage nur, es ist wirklich wahr. Das, was gesagt worden ist, ist wahr.
Und jeder, der Sie, Herr Festweber, kennengelernt hat, ist froh, wirklich froh, so einen Menschen kennengelernt zu haben. Die Verbindung mit uns ist Gott sei Dank noch ein bisschen erhalten geblieben, auch über die Zeit im Nahen hinaus, auch hier in Leverkusen. Und Sie sind natürlich auch immer weiter innovativ gewesen. Gerade die neue Geschichte, dass Ihre Oberärzte Dr. Lelly Kaldowski halb bei Ihnen eine Oberarztstelle besetzen und weiterhin bei uns jetzt auch in der Praxis tätig sind und im OP-Zentrum, ist eine Sache, die haben Sie gefördert. Und das ist bestimmt eine Sache, die man in anderen Bereichen noch durchaus ausbauen kann. Und das ist ein Vorzeigeprojekt eigentlich für die sektorenübergreifende Chirurgie, die überall, oder Medizin, die überall gefordert wird. Ich bin allerdings hier, um mich bei Ihnen für den BDC zu bedanken. Wenn wir bei Vorträgen jemanden brauchten, der über Viszeralchirurgie reden sollte, Sie haben nie Nein gesagt, Sie waren immer da, ob Leiste, ob Galle, ob Kolon, egal was, Sie konnten uns immer helfen und Sie haben unzählige Vorträge für uns im Landesverband gehalten. Es ist mir eine Freude, dass wir auch gemeinsame Dinge haben. Das eine ist nicht nur die Medizin, das zweite ist den Faible für Porsche und das dritte, das ist auch eine spezielle Mehrheimer Geschichte. Und zwar, der Professor Treudel wollte, dass wir als Assistenten immer eine Krawatte tragen. Das hat sich beim Professor Festweber natürlich auch in Leverkusen fortgesetzt. Der Sinn dieser Veranstaltung war, obwohl man natürlich als junger Assistent sich eher dagegen wehrt, so eine Krawatte zu tragen, dass man mit der Krawatte vor dem Patienten einen gewissen Respekt zeigt. Dass man also ihm zeigt, pass mal auf, für dich sehe ich wirklich so aus, aus hygienischen Gründen, darüber können wir nachdenken, aber das hat sich so gehalten und ich trage nach wie vor auch in der Praxis, in der Sprechstunde immer die Krawatte. Ich sage ganz schlicht und einfach vielen Dank im Namen des Vorstands Dr. Boxberg, Professor Bouillon und natürlich, was bekommen Sie? Die offizielle BDC-Krawatte, das liegt ja natürlich jetzt da. Oberbankensmeister Zimmermann, meine Damen und Herren, lieber Chef, wir haben ja lange auf diesen Tag hingeblickt. Er kam jetzt nicht ganz überraschend, aber ich sag mal, trotzdem haben wir uns darauf gefreut. Ich glaube, dass mit dem heutigen Tag oder genau genommen besser mit dem folgenden Mittwoch, weil ich habe gerade noch mal nachgeschaut, in den noch 4 ausstehenden Tagen haben Sie noch 11 Operationen vor sich. Gut gemacht! Hier am Klinikum wirklich eine Ära zu Ende geht und das ist Ihre Ära. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich glaube, dass wir sicher mit Herrn Schäfer gut klarkommen werden und auch Herr Schäfer wird mit uns gut klarkommen. Aber Sie als Persönlichkeit, glaube ich, kann er nicht ersetzen und auch wenn die Berufungskommission sich anders entschieden hat, ich glaube, Sie als Persönlichkeit hätte keiner hier wirklich ersetzen können. Nun, ich kenne Sie so lange wie wenige hier, nämlich 28 Jahre, ich meine auch noch aus der Zeit aus Meerheim, als ich als Student da gewesen bin. Aber ich glaube, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich Sie aus unheimlich vielen unterschiedlichen Positionen heraus kenne. Als Student in Meerheim, dann bin ich, weil ich Sie kennengelernt habe aus der Klinik, Meerheimer Klinik, das war eine Hochleistungsklinik, das war Top-Medizin, aber wer so ein bisschen weiß, da wehte schon ein relativ rauer Wind, wenn Professor Treudel da war. Und es war für mich als Student schon faszinierend zu erleben, was passiert denn, wenn Professor Treudel mal nicht in der Klinik war. Das Hochleistungsniveau ist geblieben, aber der Wind, der wehte, war ein ganz anderer. Und ich habe gedacht damals, bei dem willst du arbeiten, das ist einfach faszinierend. Bin deswegen ganz bewusst nach Leverkusen auch ins PJ gegangen. Ich habe in den nächsten Jahren mit ihm zusammengearbeitet, erst als PJ-Student hier, dann als Arzt im Praktikum, dann als Assistenzarzt, später als Oberarzt und zuletzt 4,5 Jahre als Ihr Stellvertreter und leitender Oberarzt der Abteilung. Ich habe zwischendurch Sie auch noch als Chefarztkollege erleben dürfen, den man immer mal, wenn man irgendwelche wirklichen Schwierigkeiten hatte, jederzeit fragen konnte. Nun, ich möchte eigentlich gar nicht über Ihre chirurgische und medizinische Expertise sprechen, über
ihre Kompetenz, ihre unheimliche operative Akribie und Hingabe, über das unheimliche Wissen im chirurgischen Fachgebiet und auch darüber hinaus. Das wissen wir sowieso alle. Und man kann das eigentlich so zusammenfassen. Sie sind, ich glaube, nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele hier wirklich das Sinnbild für alle diese positiven Eigenschaften, die ein Chefarzt einer operativen Klinik haben kann. Eigentlich wollte ich auch überhaupt nicht über irgendwie wirtschaftlichen Erfolg sprechen, aber ich dachte vielleicht so ein ganz kleines bisschen doch, weil wenn man sich überlegt, wie die Klinik, ich weiß das ja jetzt, ich war da noch nicht hier, fast noch nicht hier ganz am Anfang, aber da war es eigentlich eine Allgemeinchirurgie eines städtischen Krankenhauses und wir sind heute, ich weiß nicht, ob die größte, aber zumindest eine der größten Viszeralchirurgien in Nordrhein-Westfalen und das ist absolut ihr Erfolg. Ich glaube, was man in den letzten Jahren hier oft gar nicht mehr gemerkt hat, ist, auf welchem Niveau diese Abteilung wirklich gelaufen ist. Und das Halten dieses hohen Standes ist dann oft, wird dann eher als Schwäche als als Stärke interpretiert. Und ich weiß durchaus, dass Sie gelegentlich für viele unbemerkt auch unter dieser ja eher versteckt rübergebrachten Kritik gelitten haben. Und insofern finde ich es ausgesprochen, bin ich ausgesprochen froh darüber, dass Sie sich Ende dieses Monats mit einer absolut positiven Erlössituation für unsere Abteilung, zumindest die Prognose verabschieden können. Wir haben deutlich zugelegt, die Prognose für unsere Abteilung zum Ende des Jahres ist um, naja, weit über eine Viertelmillion nach oben korrigiert. Und das ist so, als wenn ein Fußballprofi sich aus der Nationalmannschaft mit einem 3:0-Sieg verabschiedet. Nun, ich möchte kurz über Sie eigentlich als Chef und Führungsperson sprechen, für mich, für alle ärztlichen, aber zum ganz großen Teil auch für die nichtärztlichen Mitarbeiter. Und wenn man mich fragt, was sie auszeichnet, dann sage ich eigentlich immer, ich kenne keinen Menschen, der eine so ungeheure Begeisterung für seine Arbeit ausstrahlt, für unser fantastisches Fachgeschirr. Und sie haben zudem die Fähigkeit, diese Begeisterung auf die Umgebung ausstrahlen zu lassen, sie diffundiert sozusagen. Und hier im Haus, in unserer Abteilung, ist nie dem Assistenten hinterhergelaufen worden, um ihn in den Hintern zu treten, sondern die Motivation kam eigentlich immer aus der Begeisterung und Faszination, die Sie vermittelt haben. Und ich glaube, wir waren damit auch ganz erfolgreich. Das Zweite, Sie sind für mich das Sinnbild eigentlich der Vorbildfunktion, die man haben muss. Sie haben eine extrem hohe Präsenz in der Klinik immer gehabt. Das ist auch schon angesprochen worden, dass Sie die ersten Jahre gar keinen Urlaub hatten, über ganz, ganz viele Jahre immer nur die 2 Wochen über Karneval. Und eigentlich in den letzten 1 bis 2 Jahren, wenn man das jetzt in Urlaubsplänen mal sieht, kommen so alles in allen 6 Wochen Jahresurlaub zusammen und die Eingeweihten wissen, dass sie dann immer noch die Hälfte der Zeit auf internationalen Kongressen verbracht haben. Und ihre Zeit in der Klinik haben sie immer ganz vorne am Patienten verbracht, auf der Station, in den Ambulanzen und im OP und nicht im Büro des Geschäftsführers. Das ist vielleicht manchmal gar nicht die ideale Situation, um die beste Ausgangssituation für seine Abteilung herauszuziehen, aber der Mensch im Mittelpunkt des Handelns ist ein Motto, was Sie vorgelebt haben, viele Jahre, bevor dies überhaupt als Leitbild dieser Klinik auf irgendeiner Internetseite aufgetaucht ist. Das Weitere, Sie standen immer hinter uns. Und das, glaube ich, das kann ich vielleicht besser als viele andere hier nachvollziehen, weil ich auch in Situationen war, in verantwortlicher Position, wo ich diese Hand über mir nicht hatte. Sie haben die Komplikationen, die man hat im Laufe eines langen Chirurgenlebens, immer zu ihren gemacht und die sie natürlich als Chef einer großen Abteilung zum allergrößten Teil ja überhaupt nicht selber verschulden konnten. Dafür gilt wirklich unser aller Dank. Ein weiterer Punkt, das hat Herr Professor Adamek auch am letzten Samstag auf unserem wissenschaftlichen Symposium sehr schön auf den Punkt gebracht, und das ist das Thema, die Viszeralchirurgie ist ein Familienunternehmen. Und nicht, weil Boris hier ein paar Jahre gearbeitet hat, sondern ich glaube, weil die Arbeit für Sie ein integraler Bestandteil Ihres Lebens ist, haben Sie es geschafft, auch diese Grundmotivation auf uns zu übertragen. Und wir kommen auch nicht in die Klinik, die Arbeit ist kein lästiges Muss, sondern wir kommen gerne zur Arbeit. Als ich 2007 vorübergehend die Klinik verlassen habe, war ich der Erste, der freiwillig gegangen ist, als Facharzt mit einem unbefristeten Vertrag, nachdem sie 17 Jahre als Chefarzt hier tätig waren. Alle anderen sind gegangen, weil Verträge ausgelaufen sind. Aber ich bin der Erste, der gegangen ist, natürlich auch nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil sich für mich ein Karriereschritt aufgetan hat.
Und ich glaube, Sie haben es geschafft, ein, ich sag mal, eine Art Wohlfühlfaktor für uns wirklich zu integrieren, dass viele Mitarbeiter, ganz viele, als ganz enge Leute an Ihrer Seite über die lange Zeit geblieben sind. Und lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zum Thema Work-Life-Balance bringen. Und ich glaube, wenn man Sie kennt, weiß man, dass dann so manchmal sich so ein paar Nackenhaare hochkräuseln. Und die Work-Life-Balance ist natürlich unter dem Aspekt, dass die Arbeit wirklich ein Teil Ihres Lebens ist, eine komische Diskussion. Und ich glaube, Sie haben überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, dass man, wenn man für seine Abteilung wirbt, die Work-Life-Balance nach oben stellt. Weil, ich glaube auch zu Recht, weil welche Motivation hat denn ein Mitarbeiter, den man versucht damit zu motivieren, dass er möglichst pünktlich Feierabend hat? Ist es nicht eigentlich Ihr Ziel, dass man versucht, dass die Mitarbeiter die Begeisterung für unser fantastisches Fach aufnehmen und daraus ihren Antrieb für die weiteren Tätigkeiten entwickeln? Sie haben in den Vorstellungsgesprächen auch nie dafür geworben. Im Gegenteil, jedem, der neu kam in unserer Abteilung, ist gesagt worden, Sie wissen, Sie müssen bei uns viel arbeiten. Sie haben keinen pünktlichen Feierabend, die Mittagspause ist auch nicht einzuhalten. Aber das hat dazu geführt, wir haben nie Probleme gehabt, die Stellen zu besetzen. Und wir haben immer hochmotivierte Kollegen wirklich darüber in die Abteilung kriegen können. Zum Schluss bleibt auch nur mir, Ihnen zu danken für Ihre Geduld, für Ihre Leidenschaft. Für die Vermittlung, für die Begeisterung in unserem Fach und für die Hand, die Sie bei uns gehalten haben. Vielen Dank. Kollegen, liebe Freunde, hier niemand persönlich, die Namen sind alle schon genannt worden. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind an einen für mich doch traurigen Tag. Alles andere wäre gelogen und die Lügen doch darf man nicht. Und es ist so viel Gutes gesagt worden, dass es mich betroffen macht. Das stimmt ja auch nicht alles. Aber es gefällt mir. Ich habe so viel in den 27 Jahren, das klang ja schon an, ich will es auch nicht mehr wiederholen, ich habe so viel hier im Klinikum erlebt, vom städtischen Krankenhaus zu einem modernen Medizinkonzern, so muss man das ja nennen. Und ich habe eigentlich, die negativen Dinge weiß ich gar nicht, ich habe ja eigentlich nur das Positive gemerkt, weil das mag an meiner Natur liegen. Und ich danke allen wirklich dafür. Ich habe ganz viele Ideen immer gehabt, die muss man ja auch nicht alle, will ich jetzt auch nicht alle sagen. Eine sage ich einfach, because I had a dream. And I saw in a dream an even bigger, very modern Klinikum Leverkusen. Was war passiert? Es war ein Zentrum geworden mit, was es jetzt schon ist, Hochspitzenmedizin. Exzellenter Nachbetreuung und Nachsorge. Alles in einem. Und wie ist das möglich gewesen? Das Klinikum ist mit der Auermühle zusammengegangen. Das ist die Zukunft, da bin ich überzeugt von. Ich habe jetzt die gute Chance, das hier loszuwerden. Weil die ganze Prominenz hier ist. Ich bin überzeugt, dass das die Zukunft ist. Okay, das wollte ich nur sagen. Ich wollte eigentlich allen Mitarbeitern nochmal... Ich habe den Spirit aufgesetzt. Ja, also es ist so, dass es ist, also es ist ein Dream, ist wirklich so. Und ich wollte meinen Mitarbeitern sehr, sehr herzlich danken, allen, die mir im Klinikum so viel geholfen haben. Herrn Lenk haben Sie schon gehört, ich bin völlig betroffen und es ist unglaublich. Aber das Team ist auch richtig. Ich nenne die Truppe ja alle, nicht nur die Ärzte, alle anderen auch. Die geht nicht, gibt's nicht, Truppe. Das ist eigentlich mein Spruch über die ganze Zeit gewesen. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Und deswegen danke ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Allen aus der Administration, allen, die mir hier geholfen haben. Und ich danke auch meiner Familie,
Meine Frau ist hier, die hat viel ausgehalten, glaube ich. Aber sie hat so ganz gut überlebt. Nicht ganz so schlimm. So würde ich einfach sagen, ich war neulich, war schon länger her, war ich mal auf einer Veranstaltung, da war so ein etwas exzentrischer Schlagersänger, ich glaube Guido Horn oder so er hieß. Und der sprang nachher so auf die Bühne und dann schrie er, I love you all! Das würde ich auch gerne weitergeben und ich möchte nicht versäumen, Herrn Schäfer, alles Gute zu wünschen, Herr Schäfer. Sie kriegen eine wirklich gediegene Mannschaft, voller Motivation und ich denke, Sie werden das sehr, sehr gut machen. Vielen Dank. Dankeschön. Den haben wir schon mal verdoppelt. Der war für eine halbe Stunde geplant. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, sich jetzt auch gleich noch persönlich von Herrn Professor Festweber zu verabschieden. Das können Sie auch überbrücken, indem Sie draußen ins Gegrilltes auf besonderen Wunsch von unserem Professor Festweber. Bitte geben Sie uns jetzt die Gelegenheit, damit die Fotografen zu einem weiteren Termin kommen, dass wir jetzt zunächst mal mit dem Oberbürgermeister und dem Erzdirektor und natürlich mit Ihnen, Herr Professor Festweber, den Baum gießen und pflanzen. Geh mal draußen. Ansonsten ist das Buffet eröffnet. So, dann geht da. Dann legen wir auf. Ist denn eine Wasserwaage dabei? Ist der Akkuschrauber aus dem OP? Ja klar, sehen Sie doch. Schon kaputt gemacht. Hat er gut geschafft. So, das ist der Baum der Freundschaft. Der geht schon mal. Nummer noch mal dazu, Herrn Nummer 1. Baum der Freundschaft Nummer 1. Spende von Professor Dr. Karl. Sie müssen das nämlich die Chefsfrau abklären, wie den gießt übrigens. Ja, klar, da muss ich jetzt schon mal kommen heute. Ist als Chefsführer, jetzt Aufgabe ist die Chefsführer. Ich war von Montag bis Freitag. Wochenende komme ich. Er war Samstag, Sonntag. Ich brauche meine Frau nicht mit mir frühstücken, ist auch gut. Nein, das ist eine Hütte. So, jetzt brauche ich aber anstelle hier gießen. Angießen. Der kommt hier. Der kann in die Gießkanne. Der gießt die Kanne. Festweber mit links bitte gießen. Mit links. Aber ein bisschen Wasser hier. Trockener Sommer, ich habe ja den Gefühl.